Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein vertrautes Gesicht anzunehmen bei Geistwandler Ebenhorn in der Drachenrücken in diesem Gebiet. Vorquest ist den unbeugsamen Beugen. Ich wusste, ihr würdet Quest kommen. Ist angenommen. Herzkammer. Dort sprechen Nun wir mehr über die müsst ihr zurück und die Horde, in die Herzkammer. Die wird. Das heißt, ihr könnt euch entweder nach SW teleportieren und von dort nach Bovalus und dann nach Silithus. Oder ihr habt einen Wurfstein in Bovalus oder wie auch immer. Oder ihr könnt euch einfach hinaus teleportieren, zu einem Flugpunkt fliegen, nach Dalavan fliegen, etc. Auf jeden Fall müsst ihr in die Herzkammer. Ich habe euch jetzt gerade gezeigt, wie man sich raus teleportiert, ohne irgendwas zu benutzen. Ich werde mich jetzt nach Sturmwind teleportieren. Von dort nach Bovalus und von Bovalus nach Silithus. Von Silithus in die Herzkammer. Dauert das Ganze ein bisschen, aber nur ein paar kurze Ladebildschirme. So. Dann gleich mal nach Silithus. Und da bin ich schon. Hier angekommen, darf man mit Geistwandler Ebenhorn quatschen und die Sprechblase anklicken. Dieser Krieg wird von Champions entschieden, nicht von Armeen. Quest ist bereit zur Abgabe. Hier kann man noch ein bisschen zuhören, falls man mag. Ah, ihr seid zurück, Champion. Und ihr bringt mir einen Tauren? Azeroth schreit vor Quest Schmerzen. Ist abzugeben bei Magni Bronzebart schwarzer Drache, in der uns Silithus Herzkammer. An dieser Position. Ja, ich bin Magni Bronzebart. Danke fürs Zuschauen. Grüße, hoffe, mein Sprecher Video Magni. Hat euch geholfen. Ich bin bekannt als Geistwandler Ebenhorn. Und wie das Konstrukt sagte, ich bin hier, um zu helfen. Habt ihr die Essenz erhalten, die Mutter entdeckt hat? Neltarions Aufgabe war es einst, Azeroth zu beschützen. Ich sorge dafür, dass